Tja, Leute, ich begrüße euch hier auf, also im Spiel. Ich habe gerade gemerkt, dass ich ein Kopfgeld habe. Ja, warum auch immer. Ja, das ist jetzt meine PC-Version. Oh Gott, das ist mir eh wurscht. Irgendeiner aus der Trottel hat mir das letzte Mal, naja, ein Kopfgeld eben gegeben. Aber gut, wir werden einmal schauen, ob wir schon irgendwas freigeschaltet haben. In diesem Kleiderkasten übrigens. Ja, Oberteile habe ich eh schon mal in einem Video gesagt. Und da halt dann Freizeitbekleidung. Ja. Ja. Ja, bei mir ist zum Beispiel schon freigeschalten die marineblau gestreifte Hausjacke und die marineblau gestreifte Pyjama. Ja. Und diese andere Jacke, wie gesagt, bekommt ihr dann ab 100. Ich hab's auch nicht auf den Channel, ja, weil ich bin da erst Rang 66. Wie gesagt, das ist nur mein Zweitcharakter. Ja. Diejenigen, die es nicht wissen, ich habe ja einen weiblichen Charakter, der ist weitaus höher schon. Oh gut, der Charakter ist ja nur für YouTube-Zwecken jetzt gedacht, mehr. Also wie gesagt, unter, ihr geht normal in den Kleiderkasten, Oberteile und geht auf Freizeitbekleidung. Und da sollte das dann diese zwei Sachen dann drinnen sein. Also ja, nichts Besonderes eigentlich. Ja, also wie gesagt, diese zwei sollten dann da drinnen sein, oder es kann auch sein, dass bei Spezial-Tops auch hin und wieder was drinnen ist. Ja, da müsst ihr euch dann, da ist zum Beispiel das Leiberl, was es einmal gegeben hat. Ja, da sind also diverse Leiberl halt drinnen. Da könnt ihr auch mal durchschmökern. Ja, Herstellerlogos, ja, zum Beispiel. Arcade, ja, wie gesagt, unter Freizeitbekleidung ist also diese zwei neuen da halt da drinnen. Gut, du kannst natürlich auch in die anderen Sachen natürlich auch hinein gucken. Ja. Man kann auch hin und wieder was Neues sein, da sind meistens die Sachen auch drinnen, was unten gewinnt, unten gewinnt im Glücksrad. Ja, da kannst du es dann halt da auch durchgucken. Ja, da sind halt auch da diverse Sachen drinnen. Ja, manche Sachen sind halt nicht kompatibel. Ja. Aber da drinnen ist es meistens und da müsst ihr euch durch dann halt dann durchschmöckern. Gut, dann werden wir uns hier mal die Preise anschauen. Ja, grundsätzlich muss ich jetzt einmal dazu sagen, wenn man sich das jetzt einmal geschmackig da in Ruhe anschauen. Ja. Weil wir haben ja wahnsinnig viele Autos, also wir haben wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele Autos, weil der Bruder ist ja der Drax, ja, der kostet 2,3 Millionen, ja, wir haben ja wirklich wahnsinnig viele Autos, ja, aber der Oberfleutyrant ist auch, ihr seht es schon, Oberfleutyrant und XXR und wie ich oben schon erwähnt habe, der Drax, ja, beide kosten, also alle drei kosten über 2 Millionen, ja, oder Overflight Entity, diese Woche ist dieser geschmackige Hypercar in Aktion, oder am Podiumauto, Entschuldigung, das Podiumauto, ja.
im Wert von 2,3 Millionen. Kaufen würde man nicht, außer ich habe es wirklich flüssig, 2,3 jetzt, dreimal Imperico heiß gemacht. Ja, wenn es unbedingt jetzt noch vom großen Update von Juni, Juli, August ausgehen wollt, so viel Geld, dann, ja, dann bitte. Ja, aber kaufen, nein. Habe ich gesagt, wenn es ein Renntyp hat, ja, aber wie gesagt, nur die Renntypen, ja, die was wirklich viel Rennen fahren, habe ich schon gesagt, im vorgehenden Video, seid unter die Top 3 und Top 5, wenn es total aufrüstet. Ja. Aber wie gesagt, ansonsten Finger weg. Gut, das ist nur vom Edition-Paket, das dürft ihr jetzt nicht da betrachten, den habe ich um 0 Euro, aber ist nicht. Ja, also den bitte diese 0 Euro wegschauen. Das ist nur beim Premium Edition dabei. Gut, ansonsten war eigentlich die dort nicht viel in Aktion, glaube ich. Ja, also wir haben wirklich massenweise Autos, also ja, tut schon was das Herzl weh. Der Pegasi Osiris 1.170.000 ist ein Sammlerstück, ganz einfach, ist ein Sammlerstück. Genauso wie der Wappe DFMJ ist ein Sammlerstück. Ja, ist ein Sammlerstück. Der Pegasi Reaper Sammlerstück. Ist ein Sammlerstück. Der Pegasi Tempesta ebenfalls. Ja. Ist ein Sammlerstück. Ist einfach ein unnötiges Geld jetzt. Vom großen Update ist das alles ein bisschen alles unnötig, Leute. Das ist alles. Spart euch ein Geld. Und gebt es nicht zu viel aus. Ja, das Diamond. Ja, das Casino, das ist halt. Erstens einmal müsst ihr die Mitgliedschaft einmal zahlen. Das ist einmal eine erschwinglich. Ihr habt den Job, ihr habt das Penthouse, ihr habt das Parkhaus, ihr habt das Penthouse, Garage. Ja, nur wie gesagt, das Auto bleibt halt nicht drinnen, wenn es euch auslagt. Das steht dann im Parkplatz. Ja, wie gesagt, ich habe dieses Penthouse jetzt schon. Ja. Ihr müsst es euch erwerben, ihr braucht rund um die 4 Millionen, wenn ihr alles habt, 6 Millionen, sage ich euch gleich, rund um die 4 Millionen, 6 Millionen, ich habe mir alles gegönnt, ja, ihr habt da diverse Sachen, natürlich Gästezimmer, dann die Erweiterungen, ja, Medienzimmer, Lounge habt ihr es, Master Penthouse habt ihr es da. Dann nehmt das, was ich gesagt habe, in Whirlpool in extra. Die Partybereich habt ihr in privaten Gruppe, ja, das Büro, zweites Schlafzimmer und eben die Garage, ja. Könnt ihr genauso 10 Autos einstellen, aber wie gesagt, das aktuelle eigene Auto wird, wie gesagt, nach dem Auslocken und Einlocken halt am Parkplatz gestellt. Warum, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, warum das Rucksack eben nicht hinkriegt. Ja, keine Ahnung. Ja, ihr habt dann natürlich die Möglichkeiten aus diversen Farben, natürlich zeitlos, bunt und prägnant zu wählen. Ja, ihr könnt dann auch das, die Stille, die Tapeten auswählen. Hier, das ist nur die Tapeten, hier das da. Ja, und wie gesagt, das Ganze wird euch so rund um die 4 Millionen, 6 Millionen kosten. Kann auch weniger kosten. Ja, ich habe es damals unter keiner Aktion gekauft, also im Schnitt 4 bis 6 Millionen, sage ich. Wenn es wirklich alles nehmt, ja, tja, was ist wichtig? Was zum Schlafen und zum Duschen. Mehr braucht es eigentlich nicht. Ja, der Medienraum ist eigentlich unnötig. Ja, der Gruppe E ist, wenn es was wohl machen wollt und wenn es Partys feiern wollt, ja, da habt ihr halt dann, wenn ihr Party feiern wollt, habt ihr halt den Partybereich, habt ihr halt die Spülautomaten, könnt ihr euch entscheiden,
Ja. Es ist aber, wie gesagt, unnötiges Geld. Ja. Braucht man nicht. Kennt übrigens keine Heißstatten. Das ist nur ein stinknormales Penthouse, Luxus-Apartment. Aber kann man keinen Heißstatten. Ja. Dazu sind andere. Gut. Was haben wir hier? Was haben wir hier dann noch? Das Nonplusultra-Auto. Ja, was soll man jetzt sagen? Am Anfang, als er rausgekommen ist, ist er halt das Auto gewesen. Das Auto, was jeder besitzt hat. Als man GTA 5 angefangen hat. Der Karin Kuruma. Das war das Auto, mit dem alle eigentlich angefangen haben, die Heiß zu spielen. Heute ist er nicht mehr so gefragt wie noch vor 5, 6 Jahren. Aber vor 5, 6 Jahren war er ein Nonplusultra. Ohne dem ging gar nichts. Ja. Weil es mittlerweile eben schon andere gepanzerte Fahrzeuge gibt, die möglicherweise mehr aushalten als wir, weiß man nicht. Aber es führt halt kein Weg vorbei. Ja, es gibt die gepanzerte Version und natürlich selbstverständlich die nicht gepanzerte. Ja, die kostet noch weitaus weniger. Aber ich denke mal, gönnen Sie diese 315.000. Ja, gönnen Sie diese 315.000. Ja. Und ja. Gut. Das war eigentlich doch schon wieder. Das war es eigentlich doch schon wieder. Ja, wie gesagt, die Art, das ist euch überlassen. Wie gesagt, das ist alles na, selbstverständlich. Alles nur Geldmacherei vor dem Update. Was man vielleicht brauchen könnte, ja, ist vielleicht eine Spielhalle oder ein Nachtclub, wenn man passiv verdienen möchte. Ja, das sind Dinge, die was man sich vielleicht gönnen könnte, allerdings auch nur, wenn sie in Aktion sind, der Hangar eventuell nicht mehr und genauso die Basis auch nicht mehr. Ja. Bunker kommt auf euch drauf an. Ja. Ja, wie gesagt, das sind die Forschungen, da könnte man eventuell noch zuschlagen, da gibt es Forschungen, die vielleicht für diverse Fahrzeuge noch gemacht werden müssen. Ja. Eben für Wasdock-Fahrzeuge, die erst eben erforscht werden müssen. Was gibt's bei Wasdock? Schauen wir auch gleich. Das schauen wir auch, der Vigilante noch immer nicht in Aktion. Batman Otto ist schon ewig nicht mehr in Aktion. Wer gepanzert, sage ich, ist der Nightshark auch. Oder der Insomet, oder wie der heißt. Der da, der Pickup, das sind auch gepanzerte Autos, darum sage ich ja, da passen sogar 9 Leute rein. Ja. Gegenüber eben von dem Karuma, aber wie gesagt, das ist halt. Damals gab es diese zwei Fahrzeuge noch nicht. Wie gesagt, der Knight Rider. Der Kit, der Runner 2000, ist jetzt in Aktion, da müsste man nur etwas erfüllen, ja, um diesen hier billiger zu bekommen. Ja. Gut, was haben wir da in Aktion? Eigentlich eh nichts. Jetzt kommen wir natürlich zu den Büros. Da gibt es natürlich die Lombard West.
die Mehrspan Quest. Ja. Und die Arcadios Business Center. Und natürlich die Mehrspan Tower. Ja. Ja, grundsätzlich, ich weiß euren Kontostand nicht. Ja. Würde ich vorschlagen, ich weiß jetzt nicht euren Kontostand, weil die Gebäude selber sind eh alle gleich. Aber dieses Gebäude von 2,2 auf 900.000 ist schon geschmackig. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, was meine kostet. Ich habe es gratis gekriegt. Ich habe keine Ahnung, was die Messbank momentan kostet. Ja. Aber vom Geldlichen her muss ich sagen, ist die Arcadios zurzeit die billigere. Und jetzt kennt ihr natürlich, habt ihr natürlich auch die Garagen. Müsst ihr euch sowieso dazu auch kaufen. Und ihr kennt euch da, wie gesagt, ihr habt da natürlich auch Vergünstigungen. Ich hab leider schon alles, das ist das Problem. Ihr habt da bei den Renovierungen natürlich auch. Da in Dekor könnt ihr ändern. Ja, aber da gibt es gar keine Aktionen. Okay. Okay, Leute. Dann nicht. Aber wie gesagt, wenn sie das Büro kaufen, das dann die billigere natürlich. Ja. Die billigere natürlich und ja, wie gesagt, die wird es wahrscheinlich brauchen, weil sonst kennst du das mit den Spezialfrachten nicht starten. Ja, gut. Nun zu den Apartments, das seht ihr. Sind jetzt alle in Aktion. Stelzenhäuser würde ich ja nicht empfehlen. Weil da könnt ihr eigentlich nur die Häuser starten. Stelzenhäuser könnt ihr es nicht starten. Auch wenn es schön ausschaut. Aber ihr könnt es in Häuser nicht starten. Ja. Ihr könnt es ausschließlich nur in die Apartments starten. Ja, die Häuser. Ja, Fließüberfall, Banküberfall und so weiter und so fort. Ja, also nur in diese Gebäude, in diese Abt-Sachen da. Kennst du das? Starten, ja, ist eigentlich überlassen. Schau, da haben sie das zum Beispiel gar nicht verbilligt, weil es schon so verbilligt ist, dass ich gar nicht mehr überdrücken. Auch keine Chance. Das haben sie gar nicht verbilligt. Weil es schon so billig ist. Also Rockstar geben sie es nicht deppert. Oder war das nur auf die alle 10er? Ja, ich hab's schon vergessen. Also, wie man hier sieht, alle 10er nur. Alle 10er nur. Ja, das sagen die meisten jetzt auch dazu. Aber siehst, wenn man das so genau macht wie ich, haben wir schon, okay, alle 10er nur. Also die, die nur 10er Garagen haben, Leute. Na, Rucksack geben sie es wieder nicht deppert. Gut. Arena war ist nix. Arena war ist nix und da ist schon lang nichts mehr. Wir fahren mit dem Rad unterwegs in den Rockstar. Also in GTA, also der muss wirklich bescheuert sein. Ist eh wurscht, kennt sich eh. Ist mir eh wurscht. Ist mir doch eh wurscht, was macht's, Leute. Wenn's ein Vorall kauft, dann kauft's ein Vorall. Aber nur, welcher geistesgestörte fährt noch mit dem Rall da. Also ich hab. Gut. Dann haben wir, wie gesagt, und der Job. Schneller Job. Rockstar.
der Rennen. Müsst ihr euch halt leider bedauerlicherweise die Landrennen heraussuchen. Die sind leider da irgendwie so bunt gemischt drinnen. Ja, leider. Ja, hier da komischerweise sind sie eh wieder nach der Reihe schön. Und da sind sie halt irgendwie verstreut. Ja. Es sei denn, eh klar, ihr macht euch wieder Spielliste. Haben wir eh schon mal erklärt, wie das geht. Wissen wir eh schon alle. Brauchen wir nicht nochmal, oder? Gut. G'day, Boss. This is. Ja, der jetzt ja auch so zwischendurch einmal. Gut. Was sind jetzt Spezialfrachten oder Lagerhallen? Das sind die da. Lagerhaus. Ja, das ist das da. Tja, wir sind jetzt 5 Leute. Naja, schauen wir mal ins Casino. Gut, wir sind da jetzt im Casino angekommen. Ja, schauen wir uns jetzt mal an, das Auto. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Schauen wir uns das einmal an. Schön knackig. Wie gesagt, das ist halt diejenigen angerichtet, die gerne eben Autorennen fahren. Für die Straßen von San Francisco, hätte ich schon was gesagt. San Los Santos. Ja. Ja, kann man auch, aber ist ja nichts. Ja, nur für die Rennen. So würde ich mir ihn nicht kaufen. Ah, zuerst habe ich mal was Geschmackiges zu trinken. Bevor ich drehe. Good to see you, sir. Ich hab gehört, da gibt's alles gratis. Jawohl, Alter. Gibt's alles gratis. Jawohl, Alter. Da gibt's wirklich noch Spießwasser, haben sie nicht? Aha. Also Spießwasser kannst du da nehmen. Ja. Und wie gesagt, hier ist alles gratis. Und die Kleider für Casino findet man hier in einem kleinen Shop. Ja, was soll ich sagen? Okay, Lederjacken. Die sollen angeblich auch vergünstigt sein. Ja, da müsst ihr selber durchschauen. Das ist jetzt. Gibt's auch diverse Schlafanzüge, T-Shirts. Ja. Hemden gibt's da. Kapuzenpullover. Ja. Pullover, ja, das sind jetzt auch alle in Aktion. Geschäftshemden gibt's hier. Aha. Okay, aber nicht das passende Outfit an. Ja. Mit das Anzug gewesen, müsst ihr auch das passende Outfit an haben. Ja. Aber da ist das Ganze, ne? Also da könnt ihr euch dann. Turnhosen, ja, kennt sich da. Dann die ganzen Schuhe gibt's da. Laufschuhe gibt's. Dann da die ganzen Anzughosen, ja, kennt sich da kaufen. Aber da bei den Kleiderständer ist es halt da alles. Ja. Ja. Naja, schauen wir mal, ob wir noch drehen.
drehen. Besucherbonus holen wir zuerst da. Den gebe ich gleich wieder her. Ja. Das dürft. Besucherbonus nehmen und geben hast. Du kennst euch. Du hast aber sich da wegen dem bannen. Dann können sie gefragt. Na, die Kontrolle steht da. Da diese Kontrolle. Das ist die Kontrolle übrigens. Die Kontrolle von Rockstar. Das da. Das ist die Kontrolle. Die Lady da mit dem gelben Jacken da. Ja, also wenn das steht, probiert sie aber nichts. Jetzt nochmal her da und raus. Ja, also wenn die Lady da steht, die komische da. Ja, wurscht. Fahrzeugrabatt in Elitas Travel. Okay. Wo schaue ich da jetzt noch? Inventar. Inventar. Sammelobjekte. Warte mal. Da schaue ich, glaube ich, Glücksrad. Also, nochmal, wie gesagt. Da das Hauptmenü. Inventar. Glücksrad. Rabatte und da Elitas. Oh, ich hätte 10% jetzt, also Liters Travel. Ist das so? Da kriege ich jetzt 10% auf alles. Mit 10% auf 10 Millionen. Naja, okay. Oh weh, kauf eh nicht. War ja bescheuert. Ja. Aber da kann man sich dann um 10%, aber wie gesagt, Flugzeug. Hätte ich keiner geholt. Gut. Wie starte ich jetzt eine Spezialfracht? Ja. Gut. Jetzt gibt es eine Möglichkeit. Wir haben jetzt 27. Was hat der Hobbit durchstehen? Aber wo man das am schnellsten? Da Schnellreise. Da machen wir Schnellreise. Ja, Mesbeng. Mesbeng West habe ich. Ja. Machen wir Schnellreise. Gehen wir da her. Online. Eine neue Sitzung finden. Da starten wir nämlich gleich im Büro. Ist mal Variante 1. Variante 1. Ja, weil ich müsste sowieso einmal ein Lagerhaus kaufen. Also ohne dem geht sowieso nichts. Nachdem ihr euch ein Büro gekauft habt, eingerichtet habt, geht's ins Eingemachte. Indem ihr euch Lagerhäuser kauft. Kauft sich einmal ein Lagerhaus. Ja. Ja, Mesbeck West. Sich eingerichtet habt. Ja. Das wollte ich natürlich nicht. Duschen. Aber gehört dazu, ne? Mein Charakter jetzt duscht, weiß ich jetzt auch nicht warum. Habe ich jetzt wirklich schon so lange nicht mehr geduscht? Naja, es kann sein, dass man, wenn euer Charakter sich schmutzig fühlt, ja. Na gut, gehen wir das Inventar durch. Da habt ihr dann den Tresor. Money, money. Wenn ich bedenke, auf PlayStation 4 liegt da schon Geld am Boden umeinander. Alright. Ja. Money, money. Und da habt ihr einen Waffenschrank auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite habt ihr einen Waffenschrank. Da habt ihr einen Waffenschrank.
elegante Waffen drin. Ja, können Sie selber anpassen. Gut, zum Büro muss ich eins dazu sagen, da gibt es noch die Funktion Büroausstattung. Ja, da könnt ihr euch dann diverse Sachen kaufen. Ja, also alter Adel. Und mit der B, also mit, da habt ihr eine Vorschau, bevor ihr es kauft. Look at me, all dressed up and ja. Nowhere to go. So schaut das alter Edel aus. Oder klassisch. Könnt ihr da jedes Mal eine Vorschau machen. Ja, bevor ihr es kauft. Ja. Ja, traditionell und so weiter und so fort. Ihr habt da noch ein Büro zur Auswahl. Bevor ihr es kauft, bitte macht eine Vorschau. Ja. Und wählt dann nach euer Geschmack dann mit zurück, geht's dann direkt zurück ins Büro, was euren bestehenden Büro. Ja. Ich muss ehrlich dazu sagen, es ist wurscht. Weil es hat so wenig im Büro im ganzen Jahr. Ja. Es sei denn, ihr habt wirklich überhaupt nichts. Ja, dann ja, seid halt Büromenschen. Aber ihr seid vielleicht im Büro gerade die Woche wieder. Aber ansonsten nie wieder. Ja, also das Büro ist gut, das wir haben. Ja. Da darfst du dann euch einloggen. Ja. Also das Büro ist nicht non plus ultra, sag ich einmal. Ja, ich meine, es ist zwar gut, wenn du uns hast. Ja, wegen Geld. Vor allem wegen Geld. Ja, irgendwo muss ja das gebunkert werden, das Geld. Ja. Aber, wie gesagt, das mit der Büroausstattung und das Blabla, ja, würde ich einmal sagen, lass mal. Ja, nehmt ein stinknormales Büro, so wie es jetzt da bei mir ausschaut. Ja. Aber man muss da nicht jetzt unbedingt sich auf wichtig machen, weil es habt das Büro gerade, dass das Geld doch gebunkert wird. Ja, das Waffenarsenal und das war's. Ja. Nicht einmal die Garagen, die Firmengaragen sind wichtig, aber da zum Beispiel auf der Version auch noch eine Firmengarage. Ja, weil wir haben im Laufe der Zeit so viele Garagen. Ja. Weil wir eh schon gar nicht mehr wissen, wo wo steht, wo, ja. Das Einzige, was vielleicht wichtig ist, ist eine Tuning-Werkstatt, ja, beim Büro. Eine Tuning-Werkstatt, ja, eine persönliche Tuning-Werkstatt. Und selbst auch da möchte ich was dazu sagen. Da gibt es ja auch wieder diverse Chickimicki-Designs, ja, die braucht es auch nicht. Die braucht es auch nicht. Also das ist unnötig. Alles unnötiges Geld, Leute. Ja. Ja. Weil ich gebe euch einen guten Tipp. Diejenigen, die was dann, wenn das PlayStation 5 rauskommt, ja, auf die Remastermind umsteigen, ja, die sollten so wenig wie möglich Geld jetzt ausgeben. Diejenigen, die natürlich auf PlayStation 4 bleiben, weil sie glauben, sie kaufen sie erst die PlayStation 5 nächstes Jahr oder was. Ja, die sollen halt Geld ausgeben, ja, sie sollen es ausgeben, ja, aber diejenigen, die was auf PlayStation 5 umsteigen wollen, die sollten halt sparen, ja, ja, sparen, ja, den Sparefonds machen. Aber wie gesagt, hier hat man den Fahrzeughandel, da braucht er sowieso auch eine Autolagerhalle, der ist ja uninteressant für uns. Wichtig ist das diese Woche. Ja, da gibt es eine Übersicht von Lagerhäusern. Es gibt
eine mit kleine, das heißt mit 16 Kisten. Ja, mit 16 Kisten ist eine in Aktion. Eine mittlere gibt es da mit 42 Kisten. Und but not least, die großen, ja, mit 100 Öfe. Ja, klar gibt es mit 100 Öfe mehr Kohle. Klar. Na freilich, na no, na. Und auch mit den 42ern, na no, na. Nicht? Aber ich habe eh schon gesagt, eingangs, bitte schaut, dass in eine leere Lobe kommt. Ja, na no, na. Ja. Ja, na no, na. Ja. Ich, wenn ich alleine bin, kann ich leider nur die 16er machen. Ich bin alleine, ich hab keinen. Ja. Ich meine, ich kann mir nur zwischen kleinen Mitteln. Ja. Nicht, dass ich mir das nicht leisten könnte, die Hallen ist mir wurscht. Ja. Ja. Die Hallen ist mir wurscht. Ja. Aber ihr müsst hier eine Kiste, zwei Kisten, drei Kisten, die Beträge müsst ihr zahlen. Und wenn euch so ein Volltrottel anschießt, ist das Geld weg. Ja. Ja gut, ein 2000 ist, tut kein weh, 8000 auch nicht, 18000 eventuell auch nicht, aber dann beim Verkauf dann. Dann ist das Geld weg. Ja, das Geld ist weg. Ja, und mit 16 Kisten machst du auch immerhin 1 Million oder 2 Millionen. Bei den 16er Lagerhäuser machst du 2 Millionen, bei den 42 4 Millionen und wie gesagt, mit den 111 machst du bis zu 6 bis 8 Millionen, also 4 bis 6 Millionen, 8 Millionen. Und umgekehrt 25 Millionen. Aber nur das Geld ist weg. Ja, das Geld ist einfach weg. Ja. Ja, das ist das Traurige. Das ist einfach das Traurige. Ja. Weil jeder eben neidig ist auf alle Neidigen. Ja. Gut, Leute. War's eigentlich. Ja, das war's eigentlich. Da hab ich nicht vergessen, dass wir wieder zurücktreten. Was? Kopfgeld habe ich. Nein, wurscht. Ja, Kopfgeld. Ich möchte noch wissen, von wem. Das wäre Variante 1. Die Variante 2. Ja, wollen wir leider anschießen lassen. Ja, 25 Leute ist ein bisschen hartnäckig, aber die Variante 2, ja, wäre natürlich Büro zu Fuß verlassen, ja, über Terabyte, über ein Terabyte, ja, ja, auf dich ist der Kopf gut ausgesetzt, juhu. Was hat es? Juhu! Na schießt es mir an. Juhu! Ich bin 10.000er wert. Ja, Konkurrenzkampf. Ja, keins machen. Wie gesagt, ich halte davon nichts. Ja. Was hat es? Juhu! Fickt's mich! Willst du mich nicht ficken? Motorclub. Mal starten. Ja. Hey. Ah, Dennis Becker. Ist derzeit nicht möglich. Okay. Gut. Und da könnt ihr jetzt dann das MK2, Autoclub verwalten, Sonderfahrzeuge anmelden und dann den Terabyte anmelden. Terabyte anfordern. Ja. Ja.
Der Arbeit ist irgendwo in der Nähe. Super. Fahrzeug anfordern. G'day. Na, schieß mir auch kein Spall. Okay. Den DeLorean habe ich da. Geht ja eh schon dahin. So, da fährt man zum Therapeut. Business, du. Wieder herlagern. Und dann geht man da rein in der Arbeit. Und meldet sich da an. Geht leider nur in der Öffentlichen. Leider. The whole point of having a moving nerve center is being able to plug into all of your other businesses from wherever you want. You can source a resupply on the go. Okay, dann a CEO. And earn you a lot of money, so just log on and make it happen. Dann haben wir da auflösen. Dann meldet man sich ja das CEO, wenn sie es unbedingt so wollen. Bist du ein CEO? Ja. Kannst du es da auch starten. Ja. Der Vorteil eines Therapeut ist es natürlich, dass du den Therapeut natürlich überall hinstellen kannst, ja. Ja. Überall, wo deine Lagerhäuser sind. Ja. Das ist halt der Vorteil. Ja. Du musst nicht immer unbedingt mit Muss, sage ich jetzt dann einmal, mit Muss, immer ins Büro fahren, weil du musst dann immer, wenn du keinen Therapeut hast, ja, musst du immer ins Büro fahren. Büro starten, vom Büro aus das machen. Der Vorteil eines Therapeuts ist natürlich, dass du den Therapeut in jedem Lagerhaus hinstellen kannst. Ja. Ja. Weißt du, halt, wenn du da unten irgendwo, da, wie ich zum Beispiel jetzt das Lagerhaus hast, müsstest du jetzt mal da hin und her pendeln. Ich stelle mir da zum Beispiel da, irgendwo da in der Nähe, oder gleich da in der Gossen, oder da auf der Straße, da zum Beispiel, oder da, in Therapeut her. Ja, zum Beispiel. Das ist der einzige Vorteil und Nachteil. Ja. Aber nur, wie gesagt, muss das leider halt in der Öffentlichen machen. Und wie du hier schon siehst, ja, wir sind ca. 24 Leute. Ja. 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 Verstaut auf die ganze Karte. Ja, ist es halt ein bisschen blöd. Darum sage ich immer, schaut, dass ihr allein nicht seid. Ja. Ja. Und ja, gesagt. Es ist vom Vorteil für euch. Ja. Vorteil. Ja. Und wie gesagt, du kannst das auch da jederzeit da den Therapeut auch wieder zurück ins Lager. Ja. Und du kannst ja mal wieder immer wiederholen. Also das ist kein Problem nicht. Ja. Ist halt, es gibt Vor- und Nachteile bei dem ganzen Spielchen. Es gibt Vor- und Nachteile. Ja. Braucht keine Angst haben, das ist wie dem Lager. Ja. Ja. Gut. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, zu der Apartment ist wurscht. Sobald es grün sind, wie hier da zum Beispiel bei mir, da grün.
gibt's zwar, ja, kannst du den Heist starten. Ja, es ist wurscht, in was für ein Apartment das ist. Es ist scheißegal. Ja, es ist wirklich scheißegal. Ja. Ja. Hauptsache es ist grün. Ja. Hauptsache es ist grün. Und ihr habt diesen Raum. Ja. Ich habe noch nichts da gestartet, weil PC habe ich noch nicht. Habe ich nicht wirklich. Ja. Und da kann man die ganzen Überfälle starten. Ja. Ja. Raubüberfälle. Ja. Gut. Allein drinnen mache ich auch. Dass ich euch zeige einmal, wie das geht, was ich meine. Zeit lassen. Nehmen wir da gleich irgendeins. Da durch die Wildnis. Ja. Machen wir das gleich. Sehr wurscht. Durch die Wildnis da. Das war dann. Sonst kriegen wir wieder vom Rockstar Games oder von YouTube Schwierigkeiten. Ja. Machen wir das doch auch und dann, wie gesagt, ich bin halt einer, der was halt ausführliche Videos bringt, weil ich das gerne schreibt, nicht in 5 Minuten alles. Heute waren es wieder ein bisschen paar längere Videos. Ich hoffe, das Filmmaterial war nicht allzu lang. Aber ich habe leider ein paar Leute in meiner Community, die kennen sich überhaupt nicht aus. Ja. Aber meine Güte, man muss ja noch hoffen, den anderen, der noch immer nicht alles wissen. Ja. Und wie gesagt, das ist halt Tageszusammenfassung, was ich heute dazu sagen. Zu der Tageszusammenfassung meiner Video.
Wir haben über GTA 6 geredet. Ja, wie gesagt, sei dahingestellt, wann das jetzt kommt. Ja, gibt es jetzt einige Spekulationen. Ja, einige Spekulationen. Wow. Oh, das haben sie aber gescheit noch. Einige Spekulationen. Also einige Spekulationen, aber alles verdichtet sich bis ins Jahr 2025. Ja. Ist ein gutes Jahr. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Man weiß es wirklich nicht. Den Rockstar Games ist seit 2 Jahren unberechenbar geworden. Eben dadurch, dass sie das nochmal rausgekaut haben mit GTA 5. Auf der PlayStation 5 und das nächste ist eben die PlayStation. Die Konsolen. Sony hat ja auch noch nicht, also sind noch nicht einige noch lange nicht versorgt. Und das ist halt bei Rockstar Games, die sind halt eine Firma, die was halt gerne Gewinne macht. Und keine Verluste. Das bleibe ich da ein bisschen stehen. Schau mal bitte das Wasser da an. Ja, und rede euch mal ein bisschen mit euch. Ja, wie gesagt, spült es die Lagerhäuser, wie gesagt, schaut, dass ihr in eine Lobby kommt, wo es alleine seid. Ja. Ja, wie gesagt, es ist euer Geld, euer Verlust. Ja. Konkurrenzkampf ist euch überlassen. Die Rennen da sind auch euch überlassen. Macht euch eine Spielerliste. Oder spielt es einmal zuerst einmal zweimal durch und dann stellt euch die Lieblingslisten. Besten spielt es auch nicht. Ja. Und ja, es ist zwar mühsam jetzt zu warten bis 6 Minuten. Ja. Aber ja, wie gesagt, ihr kennt es ja auch von A. Ich möchte jetzt nicht länger auf die Folter spannen, aber über 6 Minuten da wird es mir gut gehen. Ja, also so sind die Landrennen nicht wirklich. Ja, also ja, 15 Tonnen, ihr seht's. Doch ein bisschen viel Geld. 15 Tonnen, kann man los. Ja. Gut, Leute. So summa summarum bedanke ich mich sehr herzlichst bei euch. Und viele fragen mich, warum sagst du nicht, du bist ein Abo oder was hin und her? Die anderen suchen auch nach ein Abo. Ich glaube, ich bin in ein Alter gekommen, wo ich nicht mehr suchen brauche. Ganz einfach. Ich glaube, ich bin in ein Alter gekommen, wo ich nicht suchen muss. Wenn ihr mir ein Abo da lässt, dann lasst mir ein Abo da. Wenn ihr natürlich Kritiken da lasst, dann lasst Kritiken da. Ja, aber ich bin aus dem Alter heraus, dass ich Arschkrallen gehe. Ja, weil das ist nichts anderes als wie Arschkrallen. Ja, ganz einfach. Ja, und es tut mir leid, ich habe Arschkrallen erklärt. In dem Sinn, haut rein und bis zum nächsten Video. Bis nächste Woche. Tschüssi, baba.